Ob Bier, Wein, Kaffee oder Tee, diese Getränke über den Wolken auszuschenken, ist für Stewardessen und Stewards kein Problem. Einen Softdrink verabscheuen sie hingegen, zumindest wenn es nach der amerikanischen Stewardess Heather Poole geht. Die behauptet jetzt in ihrem Blog, Cola Light und auch Cola Zero seien für Flugbegleiter ein Albtraum. Der Grund? Weil der Luftdruck im Flugzeug so gering ist, schäumen Soda-Getränke mehr als üblich. Am schlimmsten seien Cola Light und Cola Zero. Wegen ihrer Zuckerersatzstoffe würden die braunen Limonaden noch viel mehr blubbern. Deshalb bleibe den Flugbegleitern nichts anderes übrig, als Schluck für Schluck auszuschenken. Sonst schwappt das Getränk im Becher über. Viele würden deshalb einfach behaupten, sie hätten keine Cola mehr.